Ja, hallo zusammen und willkommen zum zweiten Teil über Foodsharing. Bei mir ist der Michael Longerich aus dem Vorstand. Mein Name ist Mike Schulte und unser Gast, die Claudia Privatera, eine Aktivistin von Foodsharing. Du bist nicht in diesem Verein eine Pressesprecherin oder sowas. Du bist einfach nur Lebensmittelretterin. Bitte? Eine Lebensmittelretterin. Das heißt, du gehörst zum Fußvolk, um das mal. So, im wahrsten Sinne, ja. Ja, also Foodsharer nennt man uns, beziehungsweise Foodsaver. Und das kommt aus dem Englischen, Food für Lebensmittel, also Essen. Mhm. Und Saver, Saving, das Retten. Und ich mache das ehrenamtlich. Lebensmittel retten, bevor sie in die Tonne kommen, genau. Versucht ihr die zu bekommen und zu verteilen. Genau. Wir arbeiten da in Kooperation mit Betrieben in Deutschland, deutschlandweit, aber auch in der Österreich und in der Schweiz gibt es schon diese Kooperativen. Und wir verteilen diese Lebensmittel dann am Ende an Menschen, die auch Lebensmittel retten wollen, an Bedürftige und Nichtbedürftige. Dann machen wir keinen Unterschied. Michael, jetzt bist du ja einmal mitgegangen und hast dir die Sache mal angeguckt. Ja. Wie funktioniert das denn so? Das, also was ich so mitbekommen habe, funktioniert das über WhatsApp-Chat. Also die Foodsaver ja zum Beispiel in Leverkusen, da gibt es einen Botschafter, der das alles delegiert oder koordiniert halt mit den Betrieben, die da halt mit angeschlossen sind, die da mitmachen, zum Beispiel Großbäckereien oder Discounter. Und dann werden diese Foodsaver dann halt in der Gruppe informiert, wo Abholungspunkte sind, also wo man Lebensmittel abholen kann. Und das war jetzt, ich war mit halt in Leverkusen bei einer großen Bäckerei, wo das stattgefunden hat, also kurz vor Feierabend, so gegen 19 Uhr war das. Und dann haben wir uns halt da getroffen. Das waren dann 3-4 Leute mit ein paar Taschen dabei, jeder 3-4 Taschen. Und ich musste dann draußen warten, weil ich halt kein offizielles Mitglied von Foodsharing bin oder Foodsaver bin. Und habe mir das dann von draußen angeguckt. Die sind dann halt in den Laden reingegangen, haben halt die Ware aus den Theken rausgeholt, in die Tasche gepackt und sind dann wieder rausgekommen. Und diese Taschen waren alle voll gewesen. Also das waren mindestens so 10 Kilo, sag ich mal, in dem einen Laden alleine, ne, was sie da raus. Das heißt, ihr müsst euch also auch ausweisen, dass ihr Foodsaver seid. Wir haben einen offiziellen Ausweis. Wir haben auch Hygienevorschriften einzuhalten. Also wir nehmen die Waren nicht einfach so mit der blanken Hand, sondern mit Handschuhen aus der Theke heraus und achten halt da auch drauf, dass die Kühlkette zum Beispiel nicht unterbrochen wird. Also wir arbeiten auch mit Produkten, die die Kühlkette einhalten müssen. Und dann brauchen wir Kühltaschen und Akkus, damit das Ganze schön kalt bleibt und dann kommt es direkt auch in den Kühlschrank. Anders würden wir es nicht herausgeben. Jetzt weiß ich von den Tafeln, dass die keine Lebensmittel weitergeben dürfen, bei denen das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Ist das bei euch genauso? Nein, also wir geben diese Mittel, also diese Lebensmittel aus auf eigene Verantwortung hin heraus. Ja. Wir holen die halt ab, weil wir der Meinung sind, dass auch ein Joghurt, der das Mindesthaltbarkeitsdatum einen Tag überschritten hat, immer noch essbar und genießbar ist, sofern er keine offenen Stellen hat im Deckel oder warm gelagert wurde. Wo können sich denn dann die Bedürftigen ihre Lebensmittel abholen? Das kann man ersehen, entweder auf der Foodsharing-Seite selbst, foodsharing.de. Da gibt es Essenskörbe, da gibt man die Postleitzahl ein und dann sieht man schon in seiner Postleitzahlenumgebung, wo Essenskörbe angeboten werden. Es gibt Verteiler, also offizielle Schränke, wo die Lebensmittel reingestellt werden. Oftmals findet man die bei Secondhand-Läden oder offiziellen Standorten, die auch über foodsharing.de bekannt gemacht werden. Es gibt in Facebook auch Communities, die, also Gruppen, die Adressen sozusagen dann auch rausgeben, wo man diese Lebensmittel retten kann. Und halt auch über WhatsApp, da bilden sich dann auch Gruppen automatisch unter den Foodsharern, die das Ganze dann auf privatem Grundstück selbst auch nochmal anbieten. Und da kommen dann auch die Nachbarn und das ist eine Riesenvernetzung dann, wo man sagt, ja komm mal mit, kannst mitholen, mitretten.
Ich habe auf dem Weg auch einige erreicht mit WhatsApp und ja, wie gesagt. Also über die modernen elektronischen Medien kann man dort schon herausfinden, wo ja. In der Nähe eventuell etwas ist. Richtig. Das mit den Tafeln, das kriegt man ja eher mit, das ist ja eine offizielle Geschichte, aber Foodsharing, das sieht man nicht an jeder Ecke. Da sollte man sich dann wirklich informieren vielleicht, wenn ja. Man da Interesse hat. Genau. Könnt ihr denn noch Mitarbeiter gebrauchen? Immer. Also ich sage jetzt Mitarbeiter, ihr arbeitet ja alle ehrenamtlich. Richtig, ja. Also es ist, wird ja auch unentgeltlich alles abgegeben, diese Lebensmittel, die werden nicht verkauft. Wir holen die auf unsere ja, eigene Kosten ab. Und mitmachen kann jeder. Eure eigenen Kosten, das sind dann Fahrtkosten oder richtig, fällt genau. Da noch mehr an? Nein, also hauptsächlich Fahrtkosten und halt zum Schluss, wenn dann Müll anfällt, weil die Verpackung zum Beispiel kaputt ist oder tatsächlich ein Joghurt nicht mehr hergegeben wurde und der auch nicht verbraucht wurde, dann müssen wir den natürlich auch entsorgen. Aber wir versuchen schon, so wenig wie möglich zu entsorgen. Ja. Auf der Homepage von foodsharing.de findet man auch einen Button, da steht drauf, macht mit. Und dann steht die Erklärung drin, wie man daran teilnehmen kann und wie man Foodsaver werden kann. Aber man kann auch selbst persönlich in seinem eigenen Bereich auch schon anfangen, umzudenken und zu überlegen, was kann ich aus einem Produkt, was jetzt zum Beispiel älter ist wie ein paar Tage, noch machen? Was muss ich wegschmeißen und was nicht? Und dieses Umdenken führt schon dazu, Food-Sharing zu betreiben. Jetzt habt ihr euch ja auch auf die Fahne geschrieben, ein bisschen das Bewusstsein darüber zu wecken, was hier eigentlich passiert, dass so viele Lebensmittel weggeschmissen werden. Wir haben die Foodsharing-Initiative gegründet, um Lebensmittelabfall zu reduzieren und um die Wertschätzung von Lebensmitteln wieder zu stärken. 2012 startete unsere erste Kooperation mit einem Supermarkt in Berlin. Bis heute gibt es tausende kooperierende Betriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unser großes Netzwerk von ehrenamtlichen Foodsavern rettet täglich ungewollte und überproduzierte Lebensmittel. Seit unserer Gründung 2012 sind es bereits mehrere Tonnen an Lebensmitteln, die gerettet und verteilt wurden. Des Weiteren ermöglicht die Foodsharing-Plattform über das Feature Essenskörbe, Lebensmittel direkt mit anderen Menschen zu teilen. Um das Teilen der Lebensmittel noch leichter zu machen, haben wir sogenannte Verteiler eingeführt. Bis heute sind es schon hunderte Regale und Kühlschränke, zu denen jeder Lebensmittel bringen und von dort entnehmen darf. Mittlerweile ist Foodsharing zu einer internationalen Bewegung herangewachsen, die durch das Engagement von tausenden Freiwilligen getragen wird. Unzählige Stunden fließen ins Lebensmittelretten, Organisieren, Gestalten und Kommunizieren. Alle helfen mit, das Netzwerk aufrechtzuerhalten und weiteren Menschen zu ermöglichen, in der Foodsharing-Community mitzuwirken. Foodsharing ist kostenlos. Dank unserer Partner, die Foodsharing mit Domains, Webspace, Rechtsberatung, Druck und Locations unterstützen. Was kann man denn dann da machen? Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps? Also ich persönlich gehe viel bewusster einkaufen. Ich achte darauf, was ich zu Hause habe, was kann ich noch verwenden, was will ich noch anderweitig verwenden. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein trockenes Brötchen habe, was kann man daraus machen? Ich schmeiße es nicht mehr achtlos weg, weil ich weiß, dass da eine Ressource verbraucht wurde, wie Getreide, Wasser, Hefe, Arbeitszeit, Arbeitskraft, Transportmittel. Und wenn man sich den Ganzen mal in meiner kleinen Welt als Dimension ansieht und das Ganze auf das Größere, auf eine Bäckerei zum Beispiel, überträgt, dann wird man sich bewusst, wie viele Ressourcen da überhaupt weggeschmissen werden und dann kriegt man automatisch ein Umdenken. Und man bekommt ein völlig neues Wertegefühl den Lebensmitteln gegenüber. Ich selbst aus meinem privaten Bereich habe auch feststellen müssen, dass manche Läden sehr ansprechende Theken haben, wofür explizit dann auch Ware geordert wird aus Ressourcen, die nicht so leicht wiederherstellbar sind. Was meinst du jetzt speziell? Fisch zum Beispiel. Also Fischtheken habe ich gesehen, da wurden Fische dann gekauft, eingekauft und dann schön in der Fischtheke drapiert. Das sieht natürlich toll aus. Allerdings sind diese Fische
irgendwann auch wieder unverkauft in die Biotonne gewandert, weil sie eben nicht mehr frisch waren. Du meinst, dass Tiere als Dekoration in der Fischtheke mit ausgelegt werden? Richtig. Fische oder Krebse und Hummer vielleicht. Genau, die keiner dann kaufen möchte. Von vornherein auch gar nicht richtig zum Verkauf gedacht sind, sondern einfach nur Deko zum Grundfang. Ja. Und das tut mir in der Seele weh, weil da frage ich mich tatsächlich, wenn ich doch nur ein Heringsbrötchen haben möchte oder ein Heringssalat, warum muss ich dann die Tigergarnelen aus dem Indischen Ozean drapieren? Ja. Die dann nicht verkauft werden, weil das Kilo, was weiß ich, wie viel Euros kostet. Ne? Wenn ich das jetzt so zusammenzähle, dann... Weil gerade da ist es ja auch interessant, diese hochwertigen Fischsorten, die in dieser Theke dann ausliegen oder in den Theken, die kosten richtig viel Geld. Und trotzdem gibt es in Deutschland Menschen, die zu den Foodsharern oder Tafeln gehen müssen, um sich noch Lebensmittel zu kaufen. Das ist ein Widerspruch. Ich habe da die Theke mit einem tollen Fisch, der ganz teuer ist, den kein Mensch kaufen kann, weil das Geld nicht da ist. Und andererseits habe ich hier die Leute und die Masse an Menschen, die bei uns die Lebensmittel kostenlos abholen. Das ist ein Widerspruch. Also wozu brauche ich dann diesen Fisch in der Theke, wenn doch erstmal hier die Leute satt werden müssen? Und da fange ich an, umzudenken und denke mir so, da schmeißen die Lebensmittel weg, da werden sie geordert für nur zum gut aussehen und hier verhungern die Leute oder haben Hunger und können sich es nicht leisten. Also ist eigentlich ein Umdenken gefordert von ja. den Menschen. Das heißt, jeder kann auch bei sich selber irgendwas bewegen. Ja, das definitiv. Also dieses Ausstaffieren von Theken, das ist ja auch eine Wirtschaftspsychologie, um es nochmal richtig zu sagen, weil man ja in der Geschäftswelt, also zum Beispiel in der Lebensmittelbranche auch, das Auge isst mit und die Theken müssen immer voll sein, weil wenn die leer sind, dann hat man die Angewohnheit als Verbraucher, und das ist natürlich auch so eingetrichtert worden, dass da irgendwas nicht, vielleicht nicht stimmt, so, warum sind da so wenig Lebensmittel? Also die Theke muss praktisch immer voll sein, obwohl man weiß, dass man die eigentlich gar nicht verkaufen kann. Also es muss immer schön voll aussehen, zum Beispiel in der Bäckerei oder so. Es muss immer alles, alle Brotsorten müssen immer da sein und muss alles voll aussehen. Damit das keiner das Gefühl hat, das letzte Stück zu kaufen, ja, was also, keiner wollte. Ja, das ist, wird so gehandhabt, das weiß ich ja eben aus eigener Erfahrung. Und das ist ja auch schon wieder so ein Denken, wo die Dekadenz ja schon drinsteckt. Also das ist ja, und dann auf der anderen Seite wird aber dann, wie zum Beispiel von Frau Glöckner gesagt, man muss weniger Lebensmittel wegschmeißen oder man sollte weniger Lebensmittel wegschmeißen. Das ist schon wieder so eine Doppelmoral mit drin, ne? Die vielleicht vielen gar nicht so bewusst ist. Weil man was kann so denn jeder Einzelne tun? Was kann jeder? Ja, man kann bei sich selber anfangen. Also zum Beispiel, was brauche ich wirklich? Was muss ich wirklich einkaufen? Also ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Beobachtung, kann ich einfach mal so sagen, wenn ein Feiertag am Abend ist, dann wundere ich mich immer, wie viele Leute im Geschäft sind. Dann denke ich immer so, also das sind jetzt so meine Gedanken, so denke ich, geht morgen die Welt unter, haben wir morgen nichts mehr zu essen. So sieht das dann teilweise aus. Ne? Also was brauche ich denn wirklich, was esse ich wirklich am Tag? Was muss ich wirklich kaufen, um meine Bedürfnisse zu befriedigen? Oder wo geht das schon dahin? Über ist das eine Kompensierung von irgendwelchen psychologischen Störungen? Kommt es mir manchmal so vor. Ne? Also die Mengen, die dann gekauft werden, die dann aber letztendlich auch vom Endverbraucher gar nicht verkonsumiert werden, sag ich mal. Also um bei mir jetzt zu bleiben, also da habe ich schon ein bewussteres Auge jetzt bekommen mit den Jahren. Also ich bin jetzt auch nicht derjenige, der sagte, dass ich immer so perfekt war und das mir immer so bewusst geworden ist. Aber solche Sachen, wo man selber dabei ist. Das muss ein Lernprozess stattfinden, nicht wahr? Genau, das ist ein Prozess. Man darf auch drauf den wollte ich auch anstoßen. Das ist auch ein... Ist von mir ein persönliches... Von dir persönlich auch. Also ich habe ja selbst auch meine Erfahrungen gemacht. Ich war ja lange Zeit alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern. Und wir haben auch Hartz IV bekommen. Und da musste ich auch immer gucken, was kommt auf den Tisch. Und da wurde nichts weggeschmissen. Da habe ich geguckt, dass ich alles verbrauche, was ich gekauft habe. Und da wird man erfinderisch. Da fehlt, dann kommt dann auch ein bisschen Fantasie mit ins Spiel. Und als Hausfrau dann sowieso. Beziehungsweise, wenn man dann am Essenstisch überlegt, so was machst du mit dem
angeschrumpelten Radieschen und dann gibt man das halt mal eine 2 Stunden ins Wasser und dann ist es wieder knackig. Das muss nicht in die Tonne. Die Banane genau dasselbe. Töchter wollen zum McDonald's einen Milchshake trinken. Und dann sage ich, wir haben da noch 2 Bananen, wir machen Milchshake selber. Und dann werden halt Milchshakes gemacht. Und die schmecken lecker. Da fängt das Umdenken an und es macht sogar Spaß. Weil man entwickelt daraus eigene Strategien, Lebensmittel besser zu verwerten. Und man hat weniger Müll. Und wenn die Nachfrage sinkt, dann werden vielleicht auch weniger Lebensmittel hergestellt. Die ganzen Ressourcen gespart. Ja, zumindest werden sie nicht mehr so. Also man sollte da schon hingucken, dass die nicht produziert werden zum Wegwerfen. Wenn so viele Lebensmittel hergestellt werden, dass sie verbraucht werden, ist das in Ordnung. Aber sie sollten nicht zum Wegwerfen produziert werden. Das ist das Thema. Ja, Claudia, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich finde, ich bedanke mich auch bei Claudia, dass ich mal dabei sein durfte bei so einer Aktion. Ja, und ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte und meine Einsichten über Foodsharing mal öffentlich machen durfte. Und ich finde, das ist ein gutes Thema, wo jeder bei sich selbst anfangen kann. Also vielen Dank, dass ich das hier mal vortragen durfte. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Zur Wahrheit diesen wunderbaren Traum. Wir sind die Mitte. Wir allein sind souverän. Wir sind die Mitte und nicht die paar, die da oben stehen. Wir sind die Mitte. Wir sind die, um die es geht. Wir sind die Mitte. Wir sind die, um die die Welt